Hallo, die Kamera, okay. Willst du mich verarschen hier oder was? Hallo? Man kann es keinem recht machen, ne? Keinem. Unglaublich. Hallo, moin moin, servus, grüß Gott, wo auch immer er herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. Ja, man kann es nicht jedem recht machen, hatte ich eingangs gesagt. Selbst meine Kameras haben ein bisschen gesponnen heute. Aber nun ist ja alles gut, ihr könnt mich sehen, oder? Ja, REW, auch heute wieder ein Thema. Ich hatte es ja angekündigt, das wird mit Sicherheit wohl ein Mehrteiler werden. Wir haben letztes Mal REW im Grunde installiert, eingerichtet und kalibriert. Und ich hatte das Video so angelegt, ja, im Gegensatz zu, ich sag mal, 95% anderer Tutorials, die es so gibt im Internet zu irgendwelchen Programmen. Ich habe es so angelegt, dass ich das selber das erste Mal im Grunde vor der Nase habe in dieser Version. Damit halt ja, Fehler, Probleme, Fallstricke, die bei der Installation, bei der Ersteinrichtung auftreten können, damit die auch tatsächlich auf dem Bildschirm erscheinen. Das war so meine Intuition bei dem ganzen Ding. Wie ich in den Kommentaren erkennen konnte, ist es ganz gut angekommen. Ich konnte aber auch erkennen, es hat nicht jedem gepasst. Ja, und da sage ich dann mal, wenn ihr ein glattgelutschtes Tutorial haben wollt, für Programmfunktionen, die man sich auch irgendwo anders vielleicht auch erlesen kann, die man in der Anleitung sehen kann und so weiter und so fort, dann bitteschön. Mir war persönlich was aber wichtig, dass ich gerade diese Anfänger- und Installationsfehler sehe. Ja, dementsprechend bin ich eigentlich so ganz glücklich mit dem Video von letzter Woche. Wenn du es nicht bist, hast du Pech gehabt. Ganz einfache Sache. Wir wollen heute weitermachen. Ich hatte letztes Mal ein Problemchen mit der Impedanzmessung. Da konnte ich auch nicht ganz drauf eingehen. Das hat auch nicht jedem gepasst. Dafür gibt es ja jetzt den zweiten Teil, weil ich habe mich natürlich darum gekümmert und habe versucht herauszubekommen, wo das Problemchen ist. Ich konnte auch erkennen, dass gerade diese neue Art der Impedanzmessung oder der Impedanzkalibrierung auf ja, Probleme stößt, auf Unwissenheit stößt und dementsprechend soll das jetzt ganz am Anfang nochmal ein Thema sein und diesmal wird es funktionieren. Okay, wie immer, husch husch an Rechner, lass uns loslegen. Boah, musste ich mir doch erstmal mein Westchen hier anziehen. Ich weigere mich im April noch meinen Keller hier zu beheizen. Schön blöd. Oh. Kälteste April seit ich weiß nicht wie viel tausend Jahren, ne? Okay. Ja, was wollte ich jetzt machen? Wir wollten weitermachen mit REW und die Impedanzmessung hat letztes Mal ja nicht so ganz geklappt. Übrigens auch die eigentliche Loop-Messung der Soundkarte nicht beim Kalibrieren. Ich hatte da ja so einen mächtigen Peak drin. Ich blende euch den nochmal ein. Und ja, weiter manifestiert hat sich das Ganze dann in der Impedanzmessung. Die hat ja das große Schwingen angefangen, zu hohen Frequenzen hin. Und ja, letztes Mal stand ich wieder Ochs vorm Berg und dieses Mal hat es funktioniert. Und woran hat es gelegen? Den Tipp habe ich euch letztes Mal schon gegeben. Wenn irgendwas nicht funktioniert, dann versucht man einen anderen Treiber. Genau das habe ich auch gemacht. Ich habe das hier auf dem Bildschirm schon drauf. Und wenn wir jetzt mal in die Preferences reinschauen hier. Ach so, auch nochmal gleich ein Tipp. Ne? Wer zu blöd ist zum Gucken, der sieht natürlich hier auf der rechten Seite auch die Preferences. Da kann man dann auch auf drücken. Geht viel schneller, ne? Ja, okay. Jedenfalls habe ich mich jetzt entschieden für den Java-Treiber und ich fahre meine Soundkarte jetzt mit 48 Kilohertz Sampling-Frequenz und nicht mit 96 wie letztes Mal. Weil mein Java-Treiber einfach nur mit 48 arbeitet. Mit 96 geht nicht.
mit 96 kHz hätte ich bei dem ASIO-Treiber letztes Mal ja meine Probleme und die sind dieses Mal weg. Ja, was heißt 48 kHz Sampling-Frequenz? Es wird 48.000 Mal pro Sekunde ein Messwert genommen aus den ja, Spannungen, die da reingehen, sagen wir mal, in die Soundkarte. Und da gibt es das sogenannte Shannonsche Abtasttheorem. Das heißt, die maximal messbare Frequenz, eindeutig messbare Frequenz, ist die Hälfte der Sampling-Frequenz. Das heißt, bei 48 Kilohertz können wir mit bis zu 24 Kilohertz messen. Ja, was ja für den normalen Audiobereich und Lautsprecherbereich ausreichend ist, zumindest im, ich sag mal, Hobbybereich. Wie gesagt, Java Treiber 48 Kilohertz. Ich habe hier wieder die Ein- und Ausgänge definiert, links, rechts und so weiter und so fort. Hier ist ja immer mein Hauptkanal auf dem linken und mein Referenzkanal auf dem rechten oder ich sagen wir mal so ein Ausgang. Und bei den Eingängen das war das Gleiche. Der normale Messeingang ist links und ein weiterer Referenz- und Loopback-Input ist der rechte. Das ist so Standard und das solltet ihr, denke ich mal, auch so einrichten. Das wird auch gleich so angeboten normalerweise von REW und übrigens, glaube ich, auch von ARTA. Da sind die Kanäle genauso eingestellt. Okay. Die Impedanzkalibrierung wollten wir heute noch mal ganz schnell einmal durchziehen, weil es letztes Mal nicht hundertprozentig geklappt hat. Deshalb machen wir das jetzt auch gleich noch mal. Ich sage Measure. Ich möchte messen eine Impedanz. Und ich muss die ganze Geschichte jetzt hier noch mal kalibrieren. Ich sage mal Clear. Jetzt sind meine ganzen alten Daten weg und ich muss noch mal von vorne anfangen. Ein Filter, der eingebaut sein soll, den schalte ich jetzt mal aus. Und alles andere habe ich im letzten Teil ja schon erklärt. Wir wollen jetzt nur schnell noch mal die Messung wiederholen. Mein Kabelchen habe ich hier in diesem Lautsprecher drin. Das nehme ich mal raus. Zack. Damit wir hier auch was anschließen können. So. Meine Klemmen wieder dran. Und lasst uns einfach loslegen. Ich halte das hier mal so in die Kamera rein. Die Länge meiner Messung sind 256 Kilo Samples. Und ja, das könnt ihr euch eigentlich selber ausrechnen, wenn ich mit, ja, wie soll ich sagen, einer Sampling-Frequenz von 48.000 Messungen pro Sekunde fahre und ich will 256.000 Messungen aufnehmen, dann brauche ich dafür, und das rechnet euch REW auch gleich aus, 5,5 Sekunden. Nur mal so, um die Zusammenhänge so ein bisschen zu erklären. Lange Rede, kurzer Sinn. Wie gesagt, jetzt Open Circuit Calibration. Ist alles soweit hier. Hübsch, das Ding steht auf Impedanz. Und ich lege einfach mal los. Hier kommt jedes Mal Meldung: Disconnected Test Leads from the Load. Habe ich gemacht. Und los geht's. So, in dieser ersten Messung, die ich jetzt gemacht habe, zeigt uns REW an, ich mache das hier mal dicht, wie gleichmäßig die beiden Kanäle laufen. Und das ist hier nahezu 100%. Wir liegen hier bei fast 99% jetzt. Das heißt, die beiden Eingangskanäle der Soundkarte laufen nahezu zu 100% gleich links und rechts. Dafür ist diese Messung, die wir jetzt gemacht haben. Und ja, das sieht gut aus. Da können wir gut mit leben. Dann würde ich sagen, schieben wir gleich die nächste Messung hinterher. Und was müssen wir jetzt machen? Short Circuit Calibration. Short Circuit Calibration. Dazu müsst ihr eure Messklemmen einfach mal kurz schließen. Da müsst ihr auch keine Angst haben, dass jetzt euer Verstärker wegbrennt beim Messen, weil ihr habt ja normalerweise, und da weise ich jetzt gleich darauf hin, einen kleinen Messwiderstand mit in eurer Stöpselbox oder extern verdrahtet mit drin. Und der verhindert, dass zu hohe Ströme fließen. Das heißt, dieses Short Circuit natürlich nur mit einem in der Lautsprecher eingebauten Messwiderstand, an dem ihr letztendlich nachher die Soundkarte hängt. Gut. Gut, also nicht einfach wild drauf los, sonst kann es sein, dass euer Verstärker kleine indianische Rauchzeichen von sich gibt. Das wollen wir ja nicht. Ich habe den Messwiderstand mit drin.
Darauf bin ich letztes Mal schon eingegangen. Eingangswiderstände der Soundkarte brauchen wir jetzt nicht. Ich sage Kurzschlusskalibration. Er sagt wieder, was ich machen muss. Das weiß ich. Los geht's. Dupdidu, dupdidu, dupdidu. Oh, schon fertig. Ja, jetzt haben wir also im Grunde mal einen 0-Ohm-Widerstand, einen Kurzschluss gemessen hier. Und was zeigt REW uns an? Wir haben hier tatsächlich einen sehr, sehr geringen Widerstand im tiefen Milliohm-Bereich. Und ja, was REW jetzt aber noch erkennt, ist, dass der Widerstand zu den hohen Frequenzen hier ansteigt. Und ja, wie weit steigt er an? Wir können ja mal schauen hier. So, jetzt haben wir das besser auf dem Bildschirm hier. Jetzt kann ich euch das auch zeigen. Also wir schauen jetzt mal und wir sehen, dass hier bei meiner Messfrequenz, bei meiner höchsten Messfrequenz bei 24 Kilohertz, habe ich hier einen Widerstand von 3 Ohm gemessen. 3 Ohm. Aber ich habe hier doch nichts. Was ist jetzt mein Problem? Das ist eine Neuerung in der neuen REW-Version. Das ist eigentlich recht cool. REW erkennt jetzt, dass hier zum Beispiel meine Leitung, mein ganzer Aufbau Induktivität behaftet ist. Das heißt, REW erkennt, dass hier nicht sauber nur ein reeller Widerstand ist, sondern ich habe hier so ein bisschen sogenannte parasitäre Induktivitäten mit drin. Und diese parasitären Induktivitäten bewirken, dass der Widerstand zu hohen Frequenzen ansteigt. Und zwar, wie gesagt, hier auf 3 Ohm bei 24 Kilohertz. Und auch das ist, glaube ich, eine Neuerung. Ich wüsste jetzt nicht, dass ich das beim alten Mal gesehen habe. Wenn ich jetzt mal hier auf Controls gehe, dann zeigt mir REW ein sogenanntes Komponentenmodell an. Und das ist das, was REW sich jetzt hier unter meinem Messaufbau denkt. Ich habe hier zwar einen super geringen Widerstand von 148 Milliohm. Das ist mein reeller Widerstand, der in diesem System drin ist. Aber REW sieht auch, dass ich so ungefähr 22,6 Mikrohenry Induktivität in meinem Aufbau drin habe. Und aufgrund dieser neuen Messung ist REW jetzt in der Lage, diese Induktivität rauszurechnen bei weiteren Messungen. Das heißt, ich bekomme letztendlich bei Impedanzmessung später deutlich genauere Werte als vorher. Ist, finde ich, eine super coole Sache. Und ja, habe ich euch gezeigt, habe ich letztes Mal euch noch nicht zeigen können, bin ich jetzt erst hintergekommen. Okay, das haben wir schon mal im Sack. Was machen wir als letztes noch? Ich gucke nochmal nach. Wir sollten das Ganze auf einem Referenzwiderstand nochmal kalibrieren. Ja, und da habe ich mich auch schlau gelesen und habe gesehen, der Referenzwiderstand, den ihr hier reinpackt, der sollte zum einen von euch genau, solltet ihr genau wissen, welche Größe der hat. Der sollte also genau angegeben werden, klar. Und er sollte ungefähr von seinem Wert her die gleiche Größe haben wie der bei euch verwendete Vorwiderstand und Messwiderstand in eurer Stöpselbox oder den ihr vielleicht auch extern habt. Also ich habe jetzt hier in meiner Stöpselbox ja diese 31, und Ohm drin und ich nehme jetzt als Referenzwiderstand hier einen 33 Ohm Widerstand, den ich bei meinen ganzen Widerständen rausgefühlt habe. Der hat wirklich genau 33 Ohm. Den hänge ich jetzt hier rein und fahre die letzte Messung. Referenzkal, gebe den Wert des Widerstandes ein. Sage okay. Ja, und jetzt macht REW die letzte Messung in dem ganzen Reigen und sollte mir jetzt hier auch den Referenzwiderstand einigermaßen genau anzeigen, was es auch tut. Ich habe hier noch so ein paar Artefakte drauf, muss ich mal sagen. Das seht ihr, so gewisses Rauschen. Lange nicht solche Äußerungen wie letztes Mal. Und wenn ihr genau schaut, dann hält sich das hier auch in einem sehr, sehr geringen Bereich auf. Ich habe hier mal hinten raus ein Maximum jetzt von 33,1 Ohm und ich habe hier 32,9 Ohm und der Widerstand selbst hat seine 33 Ohm. Das heißt, ich habe hinten ein Rauschen drauf, der Ohmwert schwankt
um insgesamt plus, also plus minus insgesamt über alles 200 Milliohm. Ja, so what? Das ist ein Witz. Ein bisschen Rauschen, ein paar Ungenauigkeiten gibt es immer. Aber ich denke mal, so ist das eine klasse Sache. So, ich hoffe, ich habe jetzt die Probleme vom letzten Mal erklärt, die ich mit der Impedanzmessung hatte. Es war nichts weiter als ein Treiberproblem. Und wir haben die Impedanzmessung heute nochmal wiederholt, ganz klar. Einfach damit es nochmal gezeigt ist, wie es wirklich funktionieren kann. Und ich wünsche euch, dass es bei euch auch so reibungslos läuft wie bei mir. Weil, wie gesagt, man kann nicht auf alle Fehler eingehen, die in eurer Systemumgebung begründet sind. Kann ich nicht von hier aus. Okay. Ja, da würde ich sagen, machen wir jetzt weiter. Und zwar schauen wir uns jetzt nach und nach die ganzen Funktionen an, die REW hier hat. Und ein bisschen was schaffen wir heute auch bestimmt noch. Was ihr auf alle Fälle machen könnt, ihr könnt diese Messung, die ihr gerade gemacht habt, mit der Impedanz einfach löschen. Die müsst ihr nicht besonders abspeichern. Das macht REW für sich irgendwo. Das heißt, wenn ihr jetzt wieder ins Messfenster geht, dann seht ihr, hier ist weiterhin eine Kalibrierung hat stattgefunden. Hier ist nichts irgendwie extra erhellt. Hier fehlen auch diese Fenster mit den Einstellungen. REW merkt sich das. Also ihr könnt die Messung, die ihr gerade gefahren habt, einfach wegschmeißen. Okay. Die Hauptanwendung mit REW ist natürlich das Messen von Lautsprechern, den Frequenzgang aufnehmen und natürlich auch die Impedanz, klar. Und ich habe hier schon ein kleines Setup schon aufgebaut. Das ist mein alter Monacor. Breitbänder hier. Ich glaube, wie hatte ich ihn genannt? Die kleine Sau, glaube ich, ne? Lola Lautsprecher. Lola ist eine richtig kleine Sau. Ne, Lola? Komm her. Ich habe mein Messmikrofon da gegenüber und ja, da ich mit der Impedanzgeschichte jetzt soweit durch bin, schließe ich das hier erstmal wieder an. Einmal und zweimal. So, dann können wir uns mal das Messfenster genauer anschauen. Wenn ich sage Measure und ich sage hier erstmal SPL. SPL ist eine Schalldruckmessung übers Mikrofon, eine akustische Messung und Impedanz ist ja eine elektrische Messung. Wir nehmen jetzt hier erstmal SPL und ja, ihr könnt, wenn ihr wollt, spezielle Einstellungen hier noch machen, wie eure Pfeilnamen sein sollen, die ihr macht. Ihr könnt gleich ein paar Notizen damit reinschreiben, wenn ihr wollt, in die Messung. Ihr könnt das also voreinstellen, welche genauen Dateinamen eure Messungen haben. Ist vielleicht ganz interessant. Ja, besonders vielleicht für, ja, falls ihr zu Hause natürlich Serien baut mit tausenden von Lautsprechern, könntet ihr zum Beispiel die Seriennummern da reinpacken. Ne? Kommt ja andauernd vor, man baut privat was und muss tausend Stück von machen. Oder? Nee. Okay. Was haben wir sonst noch bei der SPL-Messung? Ihr könnt angeben die Startfrequenz. Ab welcher Frequenz soll gemessen werden? Bis zu welcher Frequenz soll gemessen werden? Bei mir natürlich maximal meine 24 Kilohertz. Habe ich schon erklärt, wegen der Sampling-Frequenz. Ja, hier wäre zum Beispiel auch zu sagen, früher war es so, dass man, wenn man Hochtöner gemessen hat, die sollen ja nicht unbedingt den Bassbereich kriegen. Und da war man immer gern versucht, dass man da schon mal so einen Angstkondensator vorgeschaltet hat. Das ist mit REW und natürlich auch mit ATA, glaube ich, nicht mehr nötig. Ihr könnt einfach eine Startfrequenz hier eingeben. Und beim Hochtöner gebe ich typischerweise immer so, ich sag mal 500 Hertz hier ein. Und jetzt würde die Frequenzmessung erst ab 500 Hertz starten. Das heißt, der Bass wird ausgelassen und der Hochtöner brennt nicht weg. Schöner Vorteil. Reicht übrigens völlig, wenn ihr so mal ab 10 Hertz hier losmesst, auch für Full Range, weil unter 10 Hertz spielt sich eh nichts mehr ab. Also diese 0-Hertz-Geschichte braucht ihr, glaube ich, nicht unbedingt. Ihr müsst den Messlevel einstellen. Messlevel, der sollte genauso hoch sein wie bei der Kalibrierung der Soundkarte. Das hatten wir letztes Mal ja schon. Und diese minus 9 dBFS ist immer ein ganz guter Wert für den Level der Soundkarte oder der Messtöne. Das sind hier die Einstellungen, die ihr machen könnt. Nehmt ruhig dBFS, das passt soweit. Und dann könnt ihr noch die Messmethode einstellen.
entweder über ein Rauschsignal oder über einen sogenannten Sweep. Und beim Sweep wird halt von den tiefen bis zu den hohen Frequenzen einmal das Ganze durchgefahren. Ihr könnt die Länge einstellen, bin ich vorhin schon kurz drauf eingegangen. Das ist letztendlich dann auch die, ja, Messgenauigkeit, wie viele Punkte gesetzt werden, wie genau wird gemessen. Könnt ihr gerne ein bisschen mit rumexperimentieren. Meine Messungen mache ich ganz, ganz oft mit diesen 256K. Timing, das ist auch immer eine Frage, die oft vorkommt. Was bietet mir denn jetzt dieses Menü? Ich kann einfach so messen, das heißt, mein Messsignal geht in das Mikro, geht auf die Soundkarte und wird ausgewertet. Ohne dass REW in irgendeiner Art und Weise weiß, wann ist das Eingangssignal erschienen. Das heißt, es sind ja Laufzeiten mit drin, akustische Laufzeiten. Und es gibt auch keinen Hinweis über den Pegel, der reingeht. Was dann letztendlich bedeutet, dass Messfehler in der Kette unter Umständen nicht so ganz erkannt werden. Das lässt sich im Grunde ja besser machen, wenn ich ja, zeitliche Zusammenhänge erkennen möchte, indem ich sage, use Loopback as Timing Reference. Das bedeutet jetzt im Grunde, REW schaut sich einmal an das Signal vom Mikrofon und schaut sich aber auch an das Signal, was am Lautsprecher dran ist. Und ja, aufgrund dessen gibt es, kann es oft auf zeitliche Verzögerungen schließen, die unter Umständen da sind. REW weiß ganz genau, jetzt gebe ich das Signal zum Lautsprecher und jetzt kommt es erst am Mikrofon an. Und auch eine Weichenschaltung im Lautsprecher selbst hat, macht ja zeitliche Verzögerungen. Und ja, die kann ich sehr, sehr schön erkennen und kann damit arbeiten, Phasenverschiebungen und so weiter und so fort, wenn ich das Ganze über die Loopback-Geschichte mache, die ich hier eingestellt habe. Das ist so ziemlich meine Standardeinstellung. Wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, Zweikanalmessung zu machen, das ist eine Zweikanalmessung, wenn ich einmal das Mikro schaue und einmal an der Box selbst, dann gibt es noch für Timing-Geschichten die Möglichkeit, dass vorher eine sogenannte akustische Timing-Referenz ausgesendet wird. Was ist das? Da könnt ihr über einen zweiten Kanal, euer Ton kommt ja über den Soundkanal links, da könnt ihr einen rechten Kanal beispielsweise noch einen zusätzlichen Hochtöner euch irgendwo hinstellen. Und der gibt immer so einen ganz kurzen Zwip, ganz kurzen Ton. Und dieser Ton wird benutzt, um, ja, das Timing, wann wird genau gemessen, sozusagen genauer zu betrachten. Gut für Vergleichsmessungen, wenn ich mehrere Chassis einzeln messen will und das Ganze nachher verheiraten will und so weiter und so fort. Da sind das wichtige Punkte, diese Timing-Sachen. Wie gesagt, ich brauche dieses Gezwitschere hier mit Akustik nicht, weil ich eine vernünftige Zweikanalmessung mache. Das kann ich auch jedem empfehlen, das so einzustellen. Das geht sehr gut, wenn man ein herkömmliches Mikro hat. Mit einem USB-Mikrofon sieht es leider ein bisschen anders aus. Okay. Gleich wieder an der Stelle. Ich kann nur auf die Sachen hier eingehen, die ich selber habe. Ich habe jetzt kein USB-Mikrofon hier. Hat aber auch einen guten Grund. Das Video verlinke ich euch gerne nochmal in der Ecke. So, das wissen wir also schon, was das mit dem Timing hier auf sich hat. Dann können wir noch einstellen, wenn das stark klippt, das heißt, wenn die Signale zu stark verzerrt werden, das ist ein Zeichen dafür, dass der Verstärker zu weit aufgedreht ist, soll er die Messung abbrechen. Das können wir einstellen. Wir können auch sagen, abbrechen, wenn es zu laut wird. Das heißt, wenn er erkennt, dass irgendein Pegel einfach überschritten wird, auch das können wir machen. Dann können wir noch sagen, von wo soll der Ton überhaupt kommen? In unserem Fall kommt er natürlich immer von REW. Wir können noch mal einstellen die Sample Rate, das haben wir ja im Grunde. Ausgang, Eingang können wir alles so lassen. Das übernimmt er von den Preferences, die wir ja eingestellt haben. Ja, und das ist erstmal eigentlich alles. Und dann können wir im Grunde die erste Messung schon fahren, was ich jetzt auch gleich mal machen will. Start.
So, und jetzt sollte er eigentlich, das habe ich dazwischen gequatscht, aber ist heute auch egal, ab 10 Hertz gemessen haben. Das hatten wir eingestellt, das stimmt auch. Wir haben hier die 10 Hertz. Wir haben hier den Frequenzgang. Und was er uns auch noch anzeigt, hier diese schwarze Linie, wundert euch nicht. Das ist bei mir im Grunde jetzt, ihr könnt es hier auch sehen, hier ist die Legende, Mikrofon Calibration. Das heißt, so wie euer Mikrofon jetzt nachkalibriert wurde oder das File reingeladen wurde, das haben wir letztes Mal ja auch gemacht, das wird noch mit angezeigt. Wenn ihr das nicht sehen wollt, wenn euch das nervt, schaltet es einfach weg. Ihr könnt euch Phasenverhalten anschauen. Ihr könnt euch die Soundkartenkalibrierung von mir nochmal anschauen. Die sieht bei mir jetzt übrigens so aus. Letztes Mal hatte ich ja so einen riesen Peak hier hinten drin. So läuft das schön flat durch und sauber. Ja, jetzt haben wir die erste wirklich akustische Messung gemacht. Und das war ja im Grunde auch mein Ziel heute. Was ich euch jetzt aber noch zeigen möchte, sind vielleicht noch Einstellmöglichkeiten, die ich persönlich immer so ganz gerne mache. Da geht ihr einfach mal auf Graph. Graph heißt nichts weiter als die grafische Darstellung bei euch auf dem Bildschirm. Sogenanntes Smoothing hier einstellen. Was ist das denn jetzt schon wieder? Smoothing. Ich klicke einfach mal rauf und da seht ihr hier, dass bei Ein-Eintel-Smoothing ja, wird euer Frequenzgangmessung sehr, sehr schön stark geglättet. Das ist die berühmte Katalogglättung. Wenn ein Frequenzgang eines miesen Lautsprechers schön dargestellt werden soll. Und teilweise ist es dann aber auch für euch mal sinnvoll, das Ganze ein bisschen zu glätten, weil wenn ihr euch mal anschaut, No Smoothing, wenn ich das ganz abschalte, dann haben wir sowas hier. Und was ist das? Ja, das ist dann das, was tatsächlich an dem Mikrofon angekommen ist. Sieht nicht immer schön aus, zugegebenermaßen. Sind viele Reflexionen mit drin, sind Störungen mit drin und so weiter und so fort. Sowas würde nie einer in so einen Katalog reinpacken, ne? Okay. Es gibt da so Zwischenstufen natürlich bei diesem Smoothing. Da könnt ihr euch da mal ein bisschen durchklicken. Eine 1/48 Glättung, eine 1/12 Glättung. Das wird dann immer glatter. Was vielleicht ganz interessant ist, es gibt hier die sogenannte ERB-Smoothing und Psychoakustik-Smoothing. Wenn ich da mal raufklicke, dieses Psychoakustik und auch dieses ERB-Smoothing, das sind Glättungen, die wohl ja, eurem Hörvermögen entsprechen. Und das ist wohl dann eher das, was später euer Ohr tatsächlich hört. Und ich persönlich arbeite da wirklich ganz gerne mit und orientiere mich an diesen voreinstellbaren Glättungsgeschichten. Jo, an der Stelle werden wir mit der Serie weitermachen. Jetzt denke ich nicht, dass ich jetzt Woche für Woche mir REW durchkaue. Ich werde das Ganze natürlich ein bisschen streuen, hier und da mal wieder ein Video nachschieben. Aber ich werde für die ganze Serie eine Playlist machen, wo ihr dann alle Videos drin findet, denke ich. Das ist der beste Weg. Ja, habe erstmal fertig. Bis nächste Mal, hä? Macht's gut. Tschüss.